Hallo, Armin Staudt, schon wieder da. Ich nehme jetzt gerade das vierte Video auf zu dem kleinen Thema, wie wir so ein Bild hier erstellen. Wir haben uns jetzt vorgearbeitet bis zum Hintergrund, ja, und haben auch im letzten Video gelernt, ja, das haben wir, wie man die Sandwich-Methode anwendet. Jetzt hat die Sandwich-Methode aber ein kleines Problem. Das ist nämlich, dass sobald ich mit der Sandwich-Methode anfange, bin ich nicht mehr hundertprozentig nondestruktiv. Ja? Das heißt, alles, was ich bis jetzt hier gemacht habe, ja, kann ich ein- und ausblenden und das hat auch noch Auswirkungen nach oben sozusagen. Ja, wenn ich jetzt den Hintergrund rausnehme, all das ist quasi noch nondestruktiv. Ich könnte also jede einzelne Ebene hier nochmal neu machen und würde damit arbeiten können. Ja? Das heißt, ich kann alles, das hier ist quasi nondestruktiv. Okay? Also bis jetzt auf die Masken, die ich irgendwie manuell erstellt habe. Auch noch der Hintergrund. Aber um die Sandwich-Methode anwenden zu können, muss ich ja hier, erstmal, wenn der Unterricht aus ist, muss ich ja hier die Ebene reduzieren. So. Und ab diesem Punkt her, wo ich eine Ebene reduziere, ist das Ganze nicht mehr nondestruktiv. Weil, wenn ich jetzt hier unten was ändere, also zum Beispiel im Color Grade, irgendwas, ich muss jetzt irgendwas Extremeres machen. Also im Color Grade hier irgendwie was Extremes verändere, kommt das hier oben nicht mehr an, weil ja meine Sandwich-Ebene schon zusammengefasst ist von einem vorherigen Zustand. Das heißt, in diesem Moment, ich zeig mal, wo die ist, meine dritte Sandwich-Ebene, die oben liegt, die liegt in dem Ordner Lichtmalen, ja. Die hätte jetzt auch hier im Hintergrundordner liegen können. Es geht mir nur darum, dass die halt über dem Hintergrund ist. Okay, das heißt, in dem Moment müsste ich die jetzt hier löschen, müsste die neu zusammenfassen. Hallo? Müsste die neu zusammenfassen, mir in diesen Ordner hier reinwerfen, mir die Maske hier rüber kopieren mit Alt, das hier anmachen und das hier ausmachen. Ja, und schon hätte ich jetzt diesen Rotstich hier drin, den ich eben neu produziert habe. Ja? Also, alles, was ich sagen will, ist das, dass diese nondestruktiven Ebenen könnt ihr alle noch verändern, müsst aber dann nochmal das Dokument neu zusammenfassen und das Sandwich hier austauschen, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt gehe ich mal auf F12, um wieder in den alten Zustand zurückzukommen. Jetzt kommen wir nämlich zu unserer nächsten Geschichte. Das heißt, wir sind quasi bis hier sind wir jetzt vorgedrungen. Wir haben jetzt ein Sandwich mit dem Hintergrund, ja, und jetzt geht es halt darum, hier Licht reinzumalen. Okay? Das heißt, ich mache jetzt hier alles mal aus. So sieht das jetzt aus. Das wäre jetzt quasi unser letzter Status. Jetzt seht ihr, dass das Ganze noch ziemlich uninteressant aussieht. Zwar ist unsere Freistellung hier, das ist eigentlich ganz gut gelungen mit der Sandwich-Methode, dass man hier noch so Haardetails sieht, auch wenn das hier ist, das echt nicht perfekt, ja. Das könnte natürlich alles viel schöner sein, aber durch die weitere Bearbeitung wird das nicht mehr so auffallen. Ja? Das ist natürlich immer ganz gut, wenn man die weitere Bearbeitung so schon so halbwegs im Kopf hat, dann weiß man nämlich, wie exakt man arbeiten muss. Ja? Also wenn mein Vater früher das Wohnzimmer tapeziert hat, dann hat er gesagt, ach, der Fehler hier beim Tapezieren, das ist nicht schlimm, ja, da kommt dann nachher die Schrankwand vor. Ja? So ungefähr ist es bei Photoshop auch. Wenn dann nachher so eine Schrankwand vorkommt, in Form von irgendeiner Vignette oder so, spielt das auch nicht so eine Rolle, wie hundertprozentig etwas ist. Hauptsache das Endergebnis sieht gut aus. Ja. Das nächste ist Lichtmalen. Ja. Entschuldigung, das kann man natürlich auf hunderte verschiedene Arten und Weisen machen. Ich habe mir jetzt halt hier eine Art und Weise rausgesucht, die so ein bisschen primitiver ist, aber trotzdem irgendwie gut funktioniert. Also ihr habt bestimmt schon mal Bilder von Rembrandt oder Caravaggio gesehen. Ja. Das sind halt Leute, wie gesagt, das nennt man heute noch so Rembrandt-Dreieck. Ja. Es gibt bestimmte Lichtführungen in diesen Kunstwerken, die auch die Fotografen inspiriert haben. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir hier durch diese Ebene, ja, irgendwie eine ziemlich extreme Abdunklung irgendwie erzeugen, aber uns das Original wieder rausholen. Also im Prinzip ist das eine Art von Dodge and Burn, aber das ist eine Art von Dodge and Burn, wo ich nicht etwas heller mache von dem, was ich hier schon habe, sondern ich dunkle quasi die gesamte Ebene ab und maskiere dann wieder diese Teile, die genauso sein sollen wie im Original, ja, weil ich das alles schon so bearbeitet und fotografiert habe, wie ich das letztendlich nachher haben will. Das heißt, ich will eigentlich genau das, was ich hier erarbeitet habe, will ich eigentlich erhalten. Und jetzt dunkle ich einfach die komplette Ebene ab, ja, und male mir dann quasi das Licht hier wieder nachträglich rein. Okay, also machen wir jetzt mal so, wie wir das den letzten Mal auch gemacht haben. Fassen wir mal die Ebene zusammen, um das Ganze zu vereinfachen. Und ziehen uns mal diese beiden Ebenen, ziehen wir uns mal wieder in ein neues oder duplizieren das in ein neues Dokument rein. Ja? Die habe ich jetzt mal mitgeholt, weil ich jetzt wissen will, wie ich das eigentlich gemacht habe. Ja?
Die steht auf hartem Licht, ja. Okay, das ist also nichts anderes als eine Farbebene, eine Farbfläche, die auf Schwarz steht, ja, und die ich in hartes Licht verwandelt habe. Und was sieht man jetzt? Man sieht nämlich jetzt gar nicht. So, jetzt muss ich nämlich hier einfach an der Deckkraft so lange arbeiten, bis das so ist, wie ich das ungefähr haben will. Das heißt, ich achte jetzt gar nicht hier auf das Motiv, sondern ich achte auf den Hintergrund. Na, wie weit, wo ist der dunkelste Punkt? Ja, wo ist der dunkelste Punkt? Ja, ich würde das jetzt vielleicht ungefähr so machen. Wie habe ich es im Original gemacht? Da ist sie auf 59. Ja? Egal. So, jetzt gehe ich hier einfach mit einem weißen Pinsel rein, der also schön weich ist. Und ich weiß, warte mal, nee, mit einem weichen schwarzen Pinsel. Das heißt, ich maskiere jetzt das, was ich hier abgedunkelt habe, das maskiere ich jetzt. Das heißt, hier soll das so sein, wie es im Original ist. Ja? Auch der Apfel ist mir wichtig. Der soll auch so sein wie im Original. Und bei den Fingern bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Das heißt, dass ich jetzt einfach mal auf, sagen wir mal, 30% Deckkraft gehe und mich dann hier so langsam vorarbeite. Okay? Ja? Das heißt, wenn das Licht von hier oben kommt, ist auf jeden Fall hier eine harte Lichtkante. Ja? Und die ist hier ein bisschen dunkler. Das heißt, da sieht es eigentlich schon okay aus. Und jetzt arbeite ich mich jetzt hier so langsam vor. Das werde ich jetzt perfekt nicht schaffen, weil das ist tatsächlich auch wieder so ein kreativer Vorgang. Das heißt, dass ich eine bestimmte Vorstellung davon haben muss, wie soll jetzt das Bild aussehen, wo kommt das Licht her, ja, wie ist das gewichtet. Ja. Vor allen Dingen war mir jetzt auch wichtig, das ist ja wunderbar, wenn man hier so eine Struktur hat von so einem Schal, dass dieser Schal gut kommt. Trotzdem muss der auch hier unten im Dunkeln verschwinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dieser reduzierten Deckkraft hier mehrfach drüber gehe, dann kann ich jetzt hier Bereiche schaffen, die dem Original wieder gleichkommen. Ja, aber ist auch jetzt quasi in einem Malprozess. Leider muss ich jetzt ungefähr 2 Minuten nachvertonen, weil meine Software beim Aufnehmen manchmal so Verzerrungen erzeugt, die mir echt schleierhaft sind. Letztendlich erzähle ich hier gar nichts Großartiges, sondern es geht einfach nur darum, dass ich darüber nachdenke, wie man halt hier das Licht am besten setzt, also bei den Fingern jetzt zum Beispiel, dass die natürlich auch irgendwie gut rauskommen müssen, weil das halt ein Hauptmotiv ist, wie die Finger diesen verfaulten Apfel halten und dieses verzweifelte Mädchen, weil es hungert, halt darauf guckt und vielleicht darüber nachdenkt, wie kriege ich halt was zu essen. Ja, weiterhin, dass es toll ist, solche Strukturen rauszuholen, wie zum Beispiel jetzt dieses weiße Fell, dass man da guckt, okay, das mache ich jetzt ein bisschen heller im Gegensatz zu den anderen Geschichten. Ja. Und ich glaube, da geht es jetzt um die Lichtkanten, dass ich jetzt nochmal in der Lederjacke da unten zum Beispiel auf die Falten so ein leichtes Licht mit 10% schätze ich mal. Ich gucke mal, nee, ich bin immer noch bei 30% setze und da noch eine Lichtkante an dem Kragen, ja, weil da von hinten, sagen wir mal, so ein reflektierendes Licht nochmal auf die Kante fällt und das Ganze dadurch ein bisschen besser vom Hintergrund abgesetzt ist. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht mit dem Pinsel in den Hintergrund reinkommt, weil man dann nämlich dann so einen hellen Halo bekommen würde und der sähe nicht gut aus. Und da überprüfe ich das gerade nochmal, ob es jetzt ein Halo gibt oder nicht. Ja, und jetzt arbeite ich mich einfach weiter bei den Strukturen vor. Ja, vor allen Dingen bei der Hand. Ich glaube, gleich kommt noch so ein Korrekturprozess, wo ich dann sage, wenn man sich mal vermalt, ich hoffe, das kommt jetzt, dann kann man auch einfach mal den Pinsel umdrehen mit X. Ja. Das heißt, und dann nochmal alles wegmachen, also in Originalzustand von der Ebene, auf der wir gerade sind, und dann nochmal mit X wieder auf Schwarz gehen, um das wieder neu auszumaskieren. Ja, das heißt, das Ganze ist halt eher so ein meditativer Prozess. Man beschäftigt sich immer mehr mit dem Bild und kriegt also auch mit, was man da so macht und wo das Licht sein muss und welche Wirkung das hat. Also man zoomt dann auch immer wieder raus, um sich das anzugucken und fühlt sich dann, scheiße, das kommt erst in 30 Sekunden, fühlt sich dann irgendwann wie Rembrandt. Ja. Tut mir leid, ich habe noch nie ein Video nachvertont. Das ist total kompliziert, weil ich natürlich beim Aufnehmen weiß, aha, auf was für Tasten ich drücke, bei welchen Deckkraftzeugs ich bin und was ich da gerade eigentlich mache. Und das weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt, klar, jetzt macht man immer vorher, nachher, um den Effekt zu betrachten. Und jetzt haben wir noch ungefähr ein paar Sekunden, die ich hier quatschen muss, weil ohne Quatschen ist auch doof. Und Musik habe ich keine Lust zu suchen. Ja, und jetzt malt ihr und malt. Dann holt ihr noch ein bisschen Glanz von dem Leder raus. Ja, das Ganze macht man natürlich dann ein bisschen dunkler und ich glaube, da müsste ich, genau, jetzt bin ich auf 10% gegangen, um dann nochmal die ganz dunklen Falten ein bisschen zu betonen. Und dann fühlt man sich nach einer Zeit, fühlt man sich echt wie Rembrandt. Okay? Das heißt, dass man hier tatsächlich extrem
extreme Effekte irgendwie hervorrufen kann. So, es könnte es eventuell auf der anderen Seite, gehe ich auch wieder auf 10%, könnte es vielleicht ein bisschen dunkler sein. Ja? Und was man hier nicht hinkriegt, das machen wir dann mit anderen Ebenen. Also für den Apfel habe ich zum Beispiel noch eine Tonwertkorrektur angelegt nachher. Und die Finger, die sind mir auch noch zu grau. So, und dann geht das so weiter und so weiter und so weiter. Das kann also ruhig mal ein Stündchen dauern, was ich hier mache. Ja. Und während dieses Prozesses kriegt ihr ein immer besseres Gefühl für euer Bild. Und dann fallen euch auch noch Sachen ein, die ihr machen wollt. Zum Beispiel hier so einzelne Haarsträhnen, so nochmal Licht da reinzusetzen und so. Das wäre mir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, aber jetzt beim Malen fällt mir das dann auf. Und guck mal, das ist doch schon hier echt ein extremer Unterschied. Ja? Vorher, nachher, vorher, nachher. Jetzt gucke ich nochmal, wie ich das hier gemacht habe. Ja. Okay, ist doch wunderbar. Ja, finde ich super. Ich nenne das jetzt einfach mal die Rembrandt-Methode, okay? Natürlich kommen noch viele Schritte hinterher, wie man das dann nochmal verfeinert, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr Spaß macht und die euch mit eurem Bild vertrauter macht. Und umso vertrauter ihr mit eurem Bild und der Wirkung des Bildes seid, umso mehr kommt ihr dann auch noch auf Ideen, was ihr vielleicht noch an zusätzlichen Ebenen braucht, um das Ganze noch mehr zu verstärken. Ja? Das hat euch mit Sicherheit geholfen. Mir hat das sehr geholfen und großen Spaß gemacht, das hier zu entwickeln, weil diese primitive Art von Dodge and Burn ist doch etwas, was man einfach mal so zwischendurch machen kann. Ja? Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.